This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute wollte ich mal über unser Gesundheitssystem sprechen, über Schulmedizin und den Ansatz dahinter. Und ich möchte es gar nicht verurteilen oder so, sondern ich möchte einfach nur mal die Hintergründe aufzeigen, worauf die Schulmedizin basiert, die Ansätze, und einfach nur ein bisschen da aufklären, mal ein bisschen andere Gedankensätze reinbringen. Gerade so als Normalbürger, sage ich jetzt mal, sind ja viele da noch sehr in so einem Denken drinnen. Und ja, ich möchte euch erstmal heute von dem Buch erzählen, was ich gelesen habe zuerst, von Rüdiger Dahlke. Und zwar heißt es Krankheit als Symbol. Also wer Rüdiger Dahlke nicht kennt, der ist Arzt und Psychotherapeut und praktiziert seit über 35 Jahren, ist aber dann ziemlich schnell am Anfang gleich schon aus diesem schulmedizinischen Ansatz herausgegangen. Und ja, mehr nach dem Ansatz von C.G. Jung, Krankheitsbilder deuten, Psychosomatik, ganzheitlich das Ganze eben sehen. Und ich möchte am Anfang jetzt mal kurz so einen Abschnitt aus dem Buch vorlesen, das ist nur eine Seite. Und da erkennt man einfach ganz gut den Ansatz der Schulmedizin. Das ist erstmal das, was man wissen muss, wenn man zu einem Arzt geht. Dann sollte jeder Mensch das wissen und jedem sollte das bewusst sein, dass sich der Arzt eben mit der Krankheit beschäftigt und dass, ich lese es einfach mal vor, es geht eben, es werden ja viel zu wenig Ursachen betrachtet. Also, hier mal kurz das Buch eingeblendet, Krankheit als Symbol eben. Und ja, jetzt lese ich einfach mal vor. Also, wenn wir in der Zeit zurückgehen, an den Anfang der Ursache, landen wir in der Antike bei Aristoteles, der das Weltbild seiner Lehrer Platon und Sokrates analysierte. Und dabei hat er vier Ursachen gefunden. Vier Ursachen für jegliche Prozesse, Krankheiten. Eine Causa-Effizienz wirkt aus der Vergangenheit auf die Gegenwart. Dann gibt es die Causa Finalis, auf die Zukunft wirkend. Und dann eine Musterursache, nannte Aristoteles, Causa Formalis. Und dann war da noch die ganz unstrittige Causa Materialis. Also mit diesen vier Ursachen ließen sich die Ereignisse gut beschreiben. Aber später kam es zu einer Spezialisierung, bei der sich die Naturwissenschaften und mit ihnen die Medizin ganz auf die Causa Effizienz spezialisierten und die Geisteswissenschaften auf die Zukunftsursache Causa Finalis. Also, jetzt mal ein Beispiel. Das mag das jetzt mal veranschaulichen. Bei Olympischen Spielen, im 100-Meter-Lauf, kauern 8 Männer am Start und rennen plötzlich los. Die kausale Fragestellung ist, warum? Naturwissenschaftler und Mediziner müssen nun in der Vergangenheit suchen und finden den Schuss des Startrichters. Während Geisteswissenschaftler eher den Wunsch, eine Goldmedaille zu gewinnen, also die Zielursache Causa Finalis, sehen. Tatsächlich erklärt Letztere eher, warum die Sportler viele Jahre trainiert haben. Die Musterursache sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden und niemand ein Moped mitbringt oder die Gegner K.O. schlägt. Also die Musterursache, das waren die Causa Formalis. So. Die Materialursache ist von allen akzeptiert. So. Und die Krankheitsbilderdeutung nimmt sich all dieser Ursachen an und akzeptiert natürlich auch die der Schulmedizin. Also ein psychosomatischer Ansatz nimmt sich all diesen Ursachen an und die ergänzt einfach nur die Ansätze. Also wenn ich mich jetzt mit der Schulmedizin befasse, die Schulmedizin befasst sich so, Krankheit, hey, da ist eine Krankheit, da ist vielleicht Krebs. Okay,
wie kriege ich den Krebs weg? Da ist die einzige Sache, hey, da ist vielleicht ein Milieu, das so und so vorher ausschaut und da drin wachsen die Krebszellen. Dann probieren wir das Milieu zu vernichten. Die wahre Ursache ist nie erkannt. Das muss man sich immer bewusst machen. Die wahre Ursache von Krankheit ist in der Schulmedizin nie erkannt. Es ist immer nur eine Symptombekämpfung. Das ist wie wenn jemand ein Haus bauen möchte. So, der hat sich jetzt in seinem Kopf einen Plan gesetzt, ein Haus zu bauen. Und jetzt fällt er da den Wald und baut sich ein Holzhaus. Die Schulmedizin wird dann hingehen und sagen, hey, wir sperren den Wald ab, machen da einen fetten Schutzwall hin, dann kann er die Bäume nicht mehr fällen, baut sich kein Haus. Ihm geht es nicht darum, die Bäume zu fällen. Ihm geht es darum, ein Haus zu bauen. Die Zielursache, die eben in der Zukunft liegt, die nie in der Schulmedizin eben anerkannt wird. Und der wird sich jetzt einfach dann einen Steinbruch suchen, dann baut er sich eben ein Steinhaus. Der wird Möglichkeiten finden. Die wahre Ursache ist nie erkannt in der Schulmedizin. Das ist eben der knackende Punkt. Und da kann man so tausende Symptome bekämpfen. Dann wird eben bekämpft, dann wird der Wald abgesperrt. Okay, dann wird das Haus nicht mehr aus Holz gebaut, dann wird ein Steinhaus gebaut. Und genauso ist es in der Schulmedizin. Eine Krankheit, ein Symptom wird unterdrückt mit Medikamenten, mit einer Operation oder sonstigen, mit Impfungen, Antibiotika und so weiter. Wird unterdrückt, okay, dann die Ursache ist aber nie erkannt von der Krankheit. Die Energie, die dahinter steckt, die etwas erreichen möchte, und zwar die Reinigung, die Entgiftung des Körpers, die ist immer noch nicht erkannt und dann sucht der Körper sich ein anderes Ventil. Dann bildet sich eben kein Krebs, sondern eine andere Krankheit. Dann bildet, ja, statt das, was man geimpft hat, bilden sich Allergien oder das Nächste. Es ist immer nur eine Unterdrückung, es ist immer nur eine Symptomverschiebung. Und es wird immer wieder etwas kommen. Und das ist ja auch das. Da sind Leute beim Arzt, die Vitaminwerte sind perfekt mit 50 und dann eine Woche später haben sie einen Herzinfarkt und sterben. Und das muss man sich eben bewusst machen. Also, es gibt verschiedene Ursachen für Krankheit. Und die Schulmedizin erkennt immer nur diesen Pfiff an. Oder wie wenn, ja, Elfmeter geschossen wird und die erkennt immer nur, hey, da ist ein Pfiff, wir verhindern, dass der Schiedsrichter pfeift. Es geht gar nicht um den Pfiff. Es geht darum, dass der vielleicht Weltmeister werden will. Dieser Pfiff vor dem Elfmeter, das ist halt eine formelle Regelung. Das ist, ja, eine Regelung, das ist einfach dazu nötig. Genau. Aber wenn da kein Pfiff mehr ist, dann wird man ein anderes Signal vereinbaren. Das ist einfach nur, ja, das hat gar nichts mit der wahren Ursache zu tun. Also das muss man sich immer bewusst sein. So. Und dann, eine nächste Sache ist eben bei der Schulmedizin, dass sich Ärzte mit Krankheit beschäftigen. Mit toten Menschen, und es wird sich nicht mit Gesundheit beschäftigt. Also, wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr das ja, dass die Ursache von Krankheit einfach eine Ausscheidung, ein Entgiftungsprozess ist, ein Reinigungsprozess, ein Heilungsprozess. Und das ist dem Arzt nicht bewusst. Der probiert immer nur, die Krankheit zu unterdrücken. Das kann er vielleicht gut. Klar kann er das gut. Aber dann kommt immer wieder eine neue Krankheit. Und glücklich wirst du deswegen nicht, weil die Energie, das Symptom, wie auch immer du das nennen magst, dahinter, die wahre Ursache wurde nicht erkannt. Und es ist so einfach und banal, wenn der Ansatz falsch ist. Da braucht man gar nicht weiter überlegen. Beziehungsweise das muss einem immer bewusst sein, dass es immer nur eine Symptomverschiebung ist. Es ist keine Heilung damit möglich. Es ist keine Heilung möglich. Immer wenn eine Krankheit weg ist durch schulmedizinische Maßnahmen, dann war es immer nur eine Unterdrückung. Das ist keine Heilung. Heilsein bedeutet Ganzsein, bedeutet was hinzufügen. Wie werde ich denn ganz werden, komplett werden, wenn ich was rausschneide,
Wenn ich was wegnehme, wie will ich denn ganz werden, wenn ich einen Krebs wegschneide? Wenn ich irgendwelche Zellen bekämpfe? Wie soll ich etwas integrieren? Wie soll ich heil ganz werden? So, das ist nur zum einen. Und dann zum anderen. Ein Arzt wird nicht älter als ein normaler Mensch. Ein Arzt hat bei weitem keine gute Gesundheit. Der Durchschnittsmensch nimmt wahrscheinlich ab 30 Jahren spätestens regelmäßig Medikamente ein. Wenn nicht sogar schon mit 20 mittlerweile. Die Krankheiten wurden immer mehr. Also, das ist der nächste Punkt. Wir geben heutzutage auf dieser Welt oder zum Beispiel in den oder zum Beispiel in den USA mehr Geld denn je für Gesundheit aus. Wir geben mehr Geld als je zuvor für das Gesundheitssystem aus, was eben eigentlich ein Krankheitssystem ist. Und trotzdem sind mehr Menschen denn je krank. Diesen offensichtlichen Widerspruch muss man einfach mal als Realität anerkennen. So, okay. Das ist eben so. Die Sicht muss sich auch klären. Das ist so ein anderer Punkt. Der passt jetzt hier gar nicht so rein. Aber nur so am Rande, die Sicht muss ich auch klären. Die Linse, mit der du die Welt siehst, die ist total verdreckt, wie ein Spiegel, der total versandet ist, wo Staub drauf ist. Du kannst damit die Welt nicht klar erkennen. Heutzutage viele sehen in ganz banalen Dingen immer nur die Angst. Die meisten Leute laufen rum und sehen in jedem Stock eine Schlange. Die schauen auf den Boden und sehen in jedem Stock eine Schlange, weil der Blick, mit dem sie die Welt sehen, nicht klar ist. Das ist jetzt ein anderer Punkt, den erreicht man einfach durch Klärung des Geistes, ja, durch Bewusstwerdung. Dadurch, ja, schaut euch einfach mal andere Videos von mir dazu an. Genau. Aber ansonsten schaut euch mal die Playlist der Rohkostreinigungsweg an, hier auf YouTube auf meinem Kanal. Dann kriegt ihr noch mehr die Hintergründe von diesem Reinigungsprozess mit, falls ihr das noch nicht kennt. So. Und ja. Dann die Schulmedizin. Ärzte beschäftigen sich mit Kranken, mit toten Menschen, mit totem Blut, mit toter Materie. Wie soll man den Computer verstehen? Geh mal zu irgendeinem Aborigine, geh zu irgendjemandem, egal wem, zeig dem den Computer, der aus ist, irgendeinen USB-Stick. Damit kann man nichts anfangen, da sieht man nichts. Brauchst einen Computer, Bildschirm. Das ganze System muss laufen, damit man das einigermaßen nachvollziehen kann. Wenn man den Menschen anschaut, wenn man eine Leiche anschaut, dann ist es was völlig anderes. Wenn ich Leichen seziere, tote Menschen seziere, totes Blut anschaue, dann ist es was anderes, als wenn ich an einem lebendigen Menschen was mache. Und viele Studien beruhen einmal darauf noch, das ist eben ein weiterer Punkt. Und dann, wie gesagt, wenn etwas geheilt wird, wenn eine Krankheit geheilt wird, mag sogar sein, dass Impfungen gegen die oder jene Krankheit helfen. Aber dann kommt die nächste, weil nur das Symptom bekämpft wurde, weil nur das Holz weggenommen wurde und jetzt wird das Haus aus Stein gebaut. Genau. Also es ist so einfach und banal, aber es ist eine Wahrheit, die man erkennen muss. Und man muss auch bereit dazu sein, Wahrheit anzuerkennen. Weil, ja, wenn dein Spiegel verzerrt ist, die Sicht, durch die du die Welt siehst, dann kannst du die Dinge nicht klar sehen. Du wirst überall eine Schlange in jedem Stock sehen. Und auf den zweiten Blick wirst du vielleicht erkennen, hey, war gar nichts. Und so wird eben auch mit Themen wie Impfen, mit Viren und Bakterien eine Riesenangst gemacht. So, früher waren es Dämonen, heutzutage glauben die Menschen an Bakterien und Viren? Ist im Prinzip genauso ein Aberglaube. Tja. Und das ist eben das, was man wissen sollte. Das wollte ich einfach nur in dem Video mal loswerden. Das muss einem einfach bewusst sein, wenn man sich ja, in die Hände eines Schulmediziners begibt. So. Der Ansatz wird nie richtig. Ja, der Ansatz ist falsch. Die ganze Medizin darauf, die darauf aufgebaut ist, beruht auf dem falschen Fundament und dann hat das Ganze überhaupt keine Basis.
wenn was geheilt wird, dann ist es keine wahre Heilung. Es wird dadurch nichts ganz gemacht. Es ist immer nur eine Unterdrückung. Ja. Aber das war es, glaube ich, soweit. Ich schaue noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel, ob ich das vergessen habe. Nee, das war es soweit, was ich loswerden wollte. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.